Ich finde die Arbeit sehr angenehm, sehr lustig, eigentlich auch sehr entspannt. Es ist halt manchmal anstrengend, weil einfach viele Szenen dabei waren, in denen mir jetzt persönlich zum Beispiel kalt war. Also was dann aber eher körperlich anstrengend war, was jetzt nicht vom Team abhängt. Die waren eigentlich immer sehr hilfsbereit, haben mir alles angeboten, sofort gefragt, was ich brauche und so, und haben mir geholfen, soweit sie konnten und so. Man merkt einfach, dass jeder ein Profi in seiner Arbeit ist. Ja, bis jetzt war es eigentlich super, also wirklich super, weil jeder sein Bestes gibt, weil jeder in dem, was er macht, wirklich gut ist und ja, das im Grunde viel professioneller jetzt alles abläuft, als ich ursprünglich eigentlich gehofft habe. Was man oft mal sehr schnell vergisst, ist, dass die Gruppendynamik an sich sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass wir jetzt einen Cast gefunden haben, die als Gruppe gut funktionieren. Dass alle gut als Schauspieler alleine funktionieren. Es waren wirklich sehr viele talentierte Schauspieler beim Casting. Aber ich glaube, dass es die Gruppe, die wir jetzt so gecastet haben, einfach die beste Dynamik auch für die Dynamik der Charaktere im Film einfach hat. Ja, es ist einfach schön, wenn man mit jemandem drehen kann, mit dem man sich sehr gut versteht, dann wird nämlich auch die Aggressivität höher, finde ich. Also wenn man jetzt von Anfang an einen nicht mag, weil man dadurch, man kann sich gegenseitig was geben einfach. Man kriegt Impulse, man weiß, der andere, der kann das abnehmen, der kann reagieren und so. Und man kann auch natürlich sagen, also ich habe auch schon mal gesagt eben, ja, pass auf, das ist für mich schwieriger, wenn du das so machst, pack mich mal eher hier an oder du kannst mich fester halten, dann habe ich mehr Widerstand und so. Also sehr gut, die Kommunikation läuft super und das ist eigentlich das Grundfundament. Wir haben hier die Canon C300, das ist eine ganz neue Kamera von Canon und sind jetzt eine der ersten, die da in Österreich benutzen können. Also ich habe die schon Anfang Dezember getestet in einer Vorversion von Canon, habe jetzt lange darauf gewartet und habe gedacht, das ist jetzt die perfekte Kamera für diesen Dreh, eben weil wir drehen sehr viel bei Nacht, die ist sehr lichtstark, die Kamera, das heißt, wir können von der Lichtstimmung her mit etwas weniger Aufwand das schaffen, was man mit anderen Kameras vielleicht ein bisschen mehr Lichtaufwand schaffen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die ist extrem scharf, also sie bringt eigentlich die Vorteile von einer Spiegelreflex mit den Vorteilen eines richtigen Camcorders zusammen und vereint das in einem Body, sage ich mal. Und der dynamische Umfang ist auch sehr groß, das heißt, wir können sehr helle und sehr dunkle Bereiche in einem Bild haben und trotzdem noch Zeichnungen in dunklen Bereichen haben, was man gerade hier bei diesen harten Schatten und so, was sehr wichtig ist. Das wäre zum Beispiel mit einer Spiegelreflexkamera in der Form überhaupt nicht möglich. Also ich bin mit einem 8,5 Tonner LKW voll mit Lichtequipment gekommen. Von der Firma Dangel kommt das alles aus Wien und haben für viele verschiedene Setups viele verschiedene Sachen mitnehmen müssen. Tag innen, Tag aus, Nacht innen, Nacht außen und Maximalleistung, die gleichzeitig brennt, werden wohl um die 25 kW sein. Wir bedanken uns bei der Firma, die den Generator zur Verfügung gestellt hat. Der ist im Film verewigt. Soundbranding. Nein, jetzt nicht ernst. Wir haben ein bisschen in der Pre-Production-Zeit vergessen, dass das Licht nur dann leicht, wenn man einen Strom hat. Und das war dann nämlich. Das ist nämlich ganz was Neues. Das ist ein Reiker. Das hat mir vorher nicht gewusst. Da haben wir dann in den letzten Wochen ein bisschen telefonieren müssen, mehrere Firmen durchgefragt und haben schlussendlich durchgeschafft, dass wir einen Generator kriegen. Und ja, sind wir froh, dass das so gut über die Bühne gegangen ist und dass wir dann in der Nacht fahren können mit Licht und mit Heizkanonen. Schön gut.